Hi, wie geht's? Ich bin Son Goku und hier könnt ihr Videos von The Sam Samus sehen. Kamehameha! Und willkommen zurück zu dem 23. großen Turnier. Das letzte Mal habe ich hier angefangen mit euch und wir haben hier gegen Water for Piccolo gespielt, quasi den Prolog zu diesem Turnier. Warum das für dieses Turnier wichtig ist, das werden wir schon noch sehen. Aber ja, wir müssen jetzt hier erstmal die Anmeldung machen. Wobei, es gibt hier noch mit den... Na, wir können hier mit den Leuten ein bisschen sprechen. Was habt ihr jetzt gemacht? Ja, das stimmt. So, erstmal müssen wir die Anmeldung hier machen, bevor wir das verpennen. Ja. Yes. Das hast du richtig verstanden. Danke. Ich werde immer mein Bestes geben. Oder Son Goku besser gesagt. Kurz nachdem sich Son Goku und seine Freunde angemeldet haben. Aber natürlich können sie das. Das war auch der Moment, wo sich Muten Roshi, der Herr der Schildkröten, endlich zur Ruhe gesetzt hat, weil er nicht mehr mitgekämpft hat in diesem Turnier. Aber es gefällt mir auch so sehr, dass sie die Kleidung angepasst haben auf den Stil von Dragon Ball. Da war es ja tatsächlich eher ein röterer und nicht so ein oranger Anzug. Schriftzeichen waren leicht gelb und die Gürtel und die Unterhemden so schwarz. Ich mag das alles. Und das ist Piccolo Junior. Mir fällt auch ein, dass das Sinn macht, dass nur die beiden den zuerst wieder kennen, weil beide gegen den gekämpft haben. Krillin wurde ja vorher schon getötet. Bei Yamcha weiß ich das gar nicht mal, ehrlich gesagt. Hallo, Anonym. Ich glaube, das hat Krillin danach nie wieder über Chi-Chi gesagt. Entschuldigung, über Anonym gesagt. Sie heißt ja Anonym, haben wir ja gerade gelesen. Gerne doch. Kein Problem. Son Goku und seine Freunde begannen mit ihren Vorrundenkämpfen. Ach, die gibt es ja nicht zu spielen. Dann ging es für alle Teilnehmer weiter zu ihren richtigen Kämpfen. Ach, ist das so schön. Hey,
They posted the tournament matchups. Awesome. Let's go check it out. We'd better hurry, Lars. Lass mich mal überlegen, wie ich das zusammenbekomme. Krillin gegen Piccolo. Tenshinhan gegen Tao Bai Bai. Wir haben Chu gegen einen anderen Kämpfer, den ich jetzt noch nicht spoilern möchte, aber ihr wisst es eh alle. Und Son Goku gegen Anonym. Das habe ich richtig. Ja. Er hat sich doch im Deutschen Beelzebub genannt. Also in der Serie, glaube ich. Ist auf Englisch Hero? Shen. Ist rausgeflogen. Habe ich heute alle richtig zusammenbekommen, ne? So, dann. Das wusste ich gar nicht mehr, dass er gegen Tao Bai Bai da gekämpft hat. Wer hat ihn eigentlich umgebaut, Dr. Gero? Ich meine, Tao Bai Bai wurde ja auch von der White Ribbon Armee angesetzt. Es ist also nicht einmal unwahrscheinlich, dass dann vielleicht Dr. Gero auch angelegt hat, damit er. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwo in Dragon Ball Z Kakarot in der Nebenquest mal. In der Sidequest mal irgendwann angesprochen wurde. Da haben wir den Herrn der Kraniche. Oh, jetzt haben sie es ihm gegeben. Just know that you cannot begin to comprehend the strength of Cyborg Tao. How exciting it would be if Tien and his friends had even the slightest hope of beating him. Oh, gag me with the spoon. That fossil hasn't changed one bit. Calling all World Tournament Fighters. Ja, ich würde jetzt auch gerne mal Kampf machen in diesem Weltturnier. Ja. Ja, habe ich ja vor. Oh, noch mehr Text. Aber es ist doch schön, dass es beim Weltturnier so hergeht. Ja, ich bin eher aufgeregt als nervös. Ich habe lange in Gottes Rügen versteckt trainiert und bin solchen Menschenmengen gar nicht mehr gewöhnt. Es stimmt jetzt, wo du es sagst.
Wir haben noch etwas Zeit, bis wir uns alle treffen. Sollen wir uns ein bisschen umsehen? Ja, bin gleich wieder da. Wir warten am Halleneingang. Kommt nicht zu spät. Na gut. Okay. Es gibt tatsächlich Sidequests. Oh, nein. Wie schick ist das denn? Mit den Schluden zu fliegen. Müssen wir. Zu der Zeit konnte Son Goku selber noch gar nicht fliegen. Was ist denn hier so eine Nebenquest? Wie ist es dir bei den letzten 3 Jahren ergangen? Was war das Training bei Gott anstrengend? Meine Güte. Ja, das war es. Hätte, als du es dir vorstellen kannst, aber lustig. Er hat mir alles Mögliche beigebracht. Ist das so? Nun, dann erzähl doch mal und lass dir Zeit. Ja, ich bin ziemlich neugierig auf Gott und darauf, wie er arbeitet. Da wir alle hier sind, könntest du uns doch gleich ein paar Leckereien. Könnten wir uns doch bei ein paar Leckereien unterhalten. Das geht natürlich auf mich. Es gibt auch nichts Besseres als eine herzhafte Mahlzeit, um sich vor einem Kampf zu stärken. Okay, nach kurzer Überlegungszeit bin ich dazu übergegangen, dass ich die einfach mal probiere, die Nebengeschichte zu erledigen. Wird wohl nicht so schwierig sein. Ja, zeig mir, was du hast. Krillin und die anderen können doch mitessen, oder? Natürlich. Ja, es macht viel mehr Spaß, wenn alle dabei sind. Ja, nicht übel. Vielen, vielen Dank. Es dürfte schon okay sein, wenn mehrere Leute dabei sind. Und wir haben ja Bulma, falls es eng wird. Finden wir ein Restaurant, bevor wir die anderen versammeln. Allerdings. Wie wäre es hier? Klar, sieht nett aus. Wir sollten losgehen, bevor der Kampf beginnt. Setzen wir uns hin und holen alle her. Wie kriege ich das hin? Seid ihr Gäste? Es tut mir furchtbar leid, aber eventuell habe ich nicht genug Essen für alle. Hä, wie kommt's? Na, der nette alte Bauer, der normalerweise unsere Zutaten liefert, ist diesmal nicht gekommen und ich fürchte, dass sie uns ausgehen. Ich habe auch noch nichts von ihm gehört. Ich frage mich, was passiert ist. Verstehe, tja, da kann man wohl nicht viel machen. Was sollen wir tun? Ein anderes Restaurant suchen? Es wäre schwierig, jetzt noch eins zu finden. Und ich mache mir Sorgen um diesen Bauern. Ich auch. Es wäre furchtbar, wenn er einen Unfall oder so etwas gehabt hätte. Genau, leider kann ich das Restaurant nicht verlassen. Von daher fände ich es schön, wenn einer von euch nach ihm sehen könnte. Wenn ihr meine Vorräte besorgt, wäre ein Rabatt das Mindeste, was ich euch geben könnte. Son Goku, es ist deine Pflicht, als Kampfkünstler Menschen in Not zu helfen. Also beeil dich. Okay, geht klar. Vielen Dank. Er müsste auf einem Feld nordwestlich der Stadt sein. Ich zähle auf dich. Wenn du nach ihm siehst, rufe ich am schon die anderen her. Komm nur nicht zu spät. Kein Problem. Ich bin im Handumdrehen wieder da. Oh, ja. So, wo haben wir denn die Sidequest, die schöne Säule? Da ist sie ja. So, wo haben wir ihn denn? Erstmal sammle ich hier mal ein bisschen was ein. Ein paar Möhren. Passt ja zu Kakarot. Ah, da sehe ich doch etwas. Ist das eine D-Medaille? Gripsbrot. Auch nicht schlecht. So, sprechen wir doch mal den Bauern an. Was ist los, alter Mann? Mir geht's gut. Nur ein bisschen schummerig. Ich sollte mich vielleicht hinlegen. Okay, übrigens, ich wollte nach einem alten Bauern jener Gegend sehen. Weißt du irgendwas über ihn? Er sollte Vorräte in einem Restaurant abgeben, ist aber nicht aufgetaucht. Ah, das bin ich. Tut mir furchtbar leid. Ich bin viel zu fertig, um die Vorräte für den Versand vorzubereiten. Wenn das so weitergeht, hat das Restaurant bald nichts mehr auf Lager. Könnte ich dich vielleicht damit beauftragen, die Vorräte für mich zu sammeln? Gar kein Problem. Du bist mein Ritter. Das hier musst du für mich sammeln. Oh,
Das ist auch schon wieder so eine richtig nervige Geschichte. Diese Fetch-Quests, aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt nicht allzu schwierig sein wird, hier ehrlich gesagt. Man weiß es doch dann, geh in ein anderes Gebiet, guck dir 10-mal Ladescreens an. Vielleicht findest du es dann. So. Haben wir doch geschafft. Es war nur eine ganz kleine Nebengeschichte. Hier ist alles, was du haben wolltest. Meine Güte, du hast es geschafft. Jetzt kann ich das Restaurant einen weiteren Tag überleben lassen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, mein Junge. Übrigens, du hast mich neugierig gemacht. Mir ist deine Uniform aufgefallen. Kämpfst du beim Weltturnier? Aber klar, ich habe die Vorrunden überstanden und kämpfe bald in der nächsten Runde. Oh, mein Glückwunsch. Ich hatte gehofft, dich in der Arena anfeuern zu können, aber es wäre wohl die klügere Entscheidung, das Krankenhaus aufzusuchen. Ich bin bei den Turnieren immer dabei, aber in diesem Zustand schaffe ich es einfach nicht. Das tut weh, da ich mich total darauf gefreut hatte. Das Finale vor 3 Jahren war schon was ganz Besonderes. Irgend so ein kleiner, junger Knabe namens Son Goku ist in einem geschichtsträchtigen Kampf gegen Ten Shinhan angetreten. Dieser Junge war ich? Wie bitte? Was du nicht sagst, dann bist du Son Goku? Ja, genau. Unglaublich. Aber wenn ich dich so ansehe, hat deine Uniform genau das gleiche Design. Du bist groß geworden. Ich habe dich gar nicht erkannt. Dieses Finale vor 3 Jahren war wirklich denkwürdig, Junge. Puh, weder du noch Ten Shinhan haben auch nur 1 Zentimeter nachgegeben. Schau her, wie ich mich aufrege. Puh, ich kann nicht glauben, dass ich überhaupt in der Lage bin, mit dir zu reden. Bald sind alle im Restaurant, dann kannst du Ten Shinhan auch kennenlernen. Ich nehme dich auf Jinjun mit. Würdest du das tun? Wenn ich daran denke, Ten Shinhan zu treffen, das wäre ein Traum. Ich meine, es hat er gewonnen und du nicht. Also würde ich den Weltmeister treffen und ich den Zweitplatzierten. Puh. Ich hätte mir nie vorgestellt, mal auf einer Wolke über den Himmel zu fliegen. Ich dachte, ich würde sterben. So, Goku, schön, dass du da bist. Krillin und die anderen sind auch gekommen. Ach ja, sieh das mal an. Ich habe die Vorräte. 1000 Dank, damit hast du mich gerettet. Und ich bin froh, dass es dir auch gut geht. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als du nicht zur üblichen Zeit kamst. Entschuldigung, ich habe unter starker Erschöpfung gelitten. Du meine Güte, ich fasse es nicht. Ten Shinhan zusammen mit Krillin und sogar Yamchu. Hm? Woher kennst du unsere Namen? Natürlich, weil ihr alle einen großen Auftritt beim Weltturnier hattet. Eure Kämpfe waren klasse, jeder einzelne davon. Das Finale mit Son Goku und Ten Shinhan war natürlich spektakulär. Aber Son Gokus Kampf gegen Krillin war auch unvergesslich. Du machst mich ganz verlegen. Und Yamchu, dein Bein wurde in einem Kampf gegen Ten Shinhan verletzt, oder? Ich kann auch hören, wie es gebrochen ist. Oh! Beim Kampfsport kann es schon mal brutal zugehen, was? Klar. Hey, das tut mir sehr leid. Keine Sorge, ist auch Schnee von gestern. Wow, so viele Kämpfer an einem Ort. Ich hätte so gern auch Jackie Chun kennengelernt. Jetzt, wo du es sagst, den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Hat er dieses Mal nicht geschafft? Gute Frage. Er wird langsam alt und hat sich vielleicht zur Ruhe gesetzt. Aber für einen alten Mann war er ein außergewöhnlicher Kampfkünstler. Ich würde ihn eines Tages gerne mal persönlich kennenlernen. Na los, sag ihm schon, dass du damals Jackie Chun warst. Puh, allein schon mit euch zu reden, hat mir nochmal neuen Antrieb gegeben. Jetzt werde ich mir eure Kämpfe genau ansehen. Gebt alles und damit verabschiede ich mich. Wow, das dürfte fantastisch werden. Das macht die Welt schon immer ein bisschen reicher, solche kleinen Geschichten. Da war ein richtiger Wirbelwind. Ach ja, hier sind die Vorräte. Son Goku gab der Köchin die Zutaten. Sogar noch mehr, als ich erwartet hatte. Damit kann ich alles kochen, was ihr wollt. Ihr werdet beeindruckt sein. Das hoffe ich aber auch. Ich habe hier gerade 10 Minuten verschwendet. Aber keine Sorge, Leute. Ich werde jetzt nicht nach dieser Nebengeschichte Schluss machen. Das war lecker. Du hast ungefähr 50 Portionen gegessen. Der gleiche monströse Appetit wie eh und je. Hey, ich könnte doch viel mehr davon vertragen. Bring alles her, ja? Du bist doch nicht fertig. Ich glaube, mir gehen die Zutaten aus, die du vorbeigebracht hast. Oh, danke für das leckere Essen, Mutenroshi. Na, natürlich, das war doch nicht der Rede wert. Wirklich. Esst so viel ihr wollt, Leute. Ich habe genug. Ich auch. Wenn ich ihm nur zusehe, reicht das schon für uns beide aus. Son Goku, dass sich kein bisschen verändert, was? Nun mal, selbst mit dem Rabatt kann ich das, glaube ich, nicht alles bezahlen. Und weg ist er.
Tja, da muss ich dann wohl einspringen. Puh, was ein Essen. Deine Essgewohnheiten sind entsetzlich, aber auch irgendwie beeindruckend, Son Goku. Daher möchte ich dir das hier geben. Luft. Ein Essensgutschein. Oh, super. So haben wir zurück zur Weltturnier-Arena. Natürlich. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Das dürfte ein guter Kampf werden. Vertrau mir, das wird dich aus den Socken hauen. Jawollo. Story abgeschlossen. Sehr schön. Hat mir sogar einen Stufenaufstieg gegeben. Also, das war's wert. So, hier ist doch irgendwo die Arena. Ah, nein. Hier sind einige Turnierplätze. So, aber will ich doch erstmal noch anfangen mit dem Turnier. Ich will euch jetzt nicht betrügen um den ersten Kampf. Jo, gehst du jetzt zum Treffpunkt? Begib dich zum Hauptkampf. Alles klärchen. Und so beginnt. Just wish I could shake those pre-match nerves. Oh, I almost forgot. I brought you guys something real nice to eat. They may look like normal beans, but just one will keep you full for 10 days. Those are Sinsu beans, right? Me and Yamcha have some too. You do? Does that mean... That's right. We all climbed Korin's tower. Then we split up and trained on our own. Wow, what do you know? By the way, I invited that guy Yajirobe from the summit to join us at the tournament. Well, looks like he didn't show up. Yeah, he'd hate this kind of thing. As if. I showed up, but only to get shown up. That damn hero. He may look like a pushover, but that old geezer is anything but. Talk about bad luck, getting shut down by a guy like that in the prelims. Jirobi hat auch später überhaupt gar keinen Respekt mehr bekommen. Er war wichtig sogar noch in der Saiyajin-Saga. Aber naja. Gott, ist das viel Text, Leute. Well, intense doesn't begin to even cover it. If you're saying that, it must be serious. Wenigstens muss ich das jetzt für euch nicht mal alles vorlesen. Are you friends of Tien Shinhan? Well, yeah. Why do you ask? Oh, thank goodness. I saw you together during the preliminaries, so I just assumed. I have some news for you about your friend, the contestant named Chao Tzu. He just regained consciousness and is recovering nicely over at the hospital. Really? That's great! Yes, I'm happy to share such good news. I was hoping to inform Tien Shinhan. It's just... Wo ist er denn? Well, see for yourself. Er meditiert dort. Yeah, you made the right call. Thanks for the update. Then I'll take my leave. Good luck to you. Glad to hear Chao Tzu's on the mend. What do you think, Goku? Should we tell Tien now or wait? I'd hate to distract him. Maybe we should just let him focus on the match. I wonder. Was? Kranschulen-Chronik freigeschaltet. Sprich mit Tenshinhan zu Beginn. Erlebe Tenshinhan seit einer Kranschule vor dem 23. großen Turnier. To do. Should I tell Tien about Chao Tzu? Das ist ein Fehler vom Spiel, oder? What? Was ist das denn? Okay. Das Ding will offenbar, dass wir langsam voranmachen. Da würde ich dann doch leider sagen, dass ich erstmal hier wieder einen Break mache und das, oder? Ja doch, ich mache hier erstmal wieder einen Break und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und werden uns da mal Tenshinhan ein bisschen mehr widmen. Aber das hier ist doch... Er ist ein guter Assassin, er ist sogar zweimal hier zu sehen. Wahnsinn. Gut. Bis zum offenen